Ja, wer kennt es nicht? Man ist im Learning-Modul im Frontend oder in einem anderen Modul und würde gerne in die Schulungsadministration abspringen. Wie komme ich dorthin? Ich muss zuerst auf die Startseite zurückgehen von SuccessFactors und dann beispielsweise hier über die Kachel oder über das Aktionsmenü darauf abspringen. Was wäre aber viel einfacher? Das Ganze hier einzubauen in die Hauptnavigation. Also mit einem Klick eigentlich egal aus welchem Modul heraus direkt abspringen zu können auf die Schulungsadministration. Wie macht man das? Auch das ist ziemlich einfach. Es gibt ein Tool, das heißt benutzerdefinierte Navigation konfigurieren. Das muss allenfalls noch im Provisioning aktiviert werden, wenn das noch nicht geschehen ist. Und dann hier drin, wie man bei uns sieht, gibt es da schon verschiedene Verlinkungen. Hier haben wir das Thema Schulungsadministration, also da kommt der Titel rein, den kann man da auch über die Weltkugel natürlich übersetzen, eine ID vergeben, die es noch nicht gibt. Dann ist das sicherlich ein interner Link, weil er ja eben SuccessFactors intern verlinkt ist. Hier kommt die URL rein, die auf die Schulungsadministration zeigt. Wir blenden unten auch den URL ein, den Sie da nutzen können. Dann, wo soll das dargestellt werden? Natürlich in der oberen Navigationsleiste, die wir eben hier oben sehen. Und zu guter Letzt berechtigen wir auch noch den Zugriff. Das Ganze läuft auch über die Role-Based Permissions, und zwar nämlich über die Gruppen. Man hat nachher hier die verschiedenen Gruppen und beispielsweise jetzt in unserem Fall haben wir da Learning-Administratoren, die da berechtigt werden sollen. Und das ist eigentlich auch schon alles am Ende. Wie gewohnt auf Speichern klicken am unteren Seitenrand, wird das Ganze hier gespeichert. Und von jetzt an haben Sie aus jeder Position innerhalb von SuccessFactors die Möglichkeit, direkt abzuspringen auf die Schulungsadministration.